Hallo und herzlich willkommen zurück im Elfenhain. Es ist fertig. Mein neuestes Funkelkram-Design-Team-Projekt, die Geheimarbeit-Apotheke, ist fertig. Und ich möchte euch gerne zeigen, was ich gemacht habe. Ich bin hier beim Cover ein bisschen eskaliert, fürchte ich, weil ich habe sehr viel übereinander geklebt. Unten drunter ist nämlich das wunderschöne Blumenpapier vom Funkelkram, was sie auch frisch rausgebracht haben. Und ich habe es prompt überklebt. Ich dumme Nuss. Also, ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass unten drunter jetzt noch ein wunderschönes Papier ist, was man nicht mehr sehen kann. So, ich habe ganz viel übereinander geklebt, wie man sehen kann. Ich habe auch ganz viel, also es sind hier diese extra Bogenfläschchen sind draufgekommen, die Stempel sind draufgekommen, natürlich wieder mal ein Siegel, weil ich habe ja immer irgendwelche Siegel auf meinem Cover. Und dieses wunderschöne Papier, ich habe es auch alles, die ganzen kleinen Fläschchen mit Glossy Essence bearbeitet, auch das gibt es bei Funkelkram. Und dann glänzen die ganzen Fläschchen so wunderbar, ich finde das ganz wunderschön. Und ich bin auch, glaube ich, ein bisschen eskaliert mit diesem Zeug im ganzen Buch. Habe ich teilweise damit gearbeitet. Der Rücken ist auch mit diesen wunderschönen Flaschen von dem Extrabogen. Auch da habe ich wieder Glossy Essence benutzt. Und auch Formtape, mit die ein bisschen haben sind, die Fläschchen. Deswegen gibt es auch in diesem Journal kein Dingeldangel, weil sonst sieht man diese tollen Flaschen ja nicht mehr. Das ging ja nicht. Und hier hinten sieht man dieses wunderschöne Papier auf jeden Fall noch. Das Blumenpapier, was hier auch reichlich reingekommen ist. Und ich finde es wunderschön, das Papier. Es ist so schön vintage und die Farben gefallen mir echt gut. Es ist nicht so kitschig, also es ist wirklich echt schön geworden, dieses Papier. Also das Blumenpapier, das andere natürlich auch. Und hier nochmal Gleichheit auf dem Rücken, auf der Rückseite. So, natürlich, ne, bei mir, es ist zwar nicht mal so krokodilig wie sonst immer, ich bin immer sehr. Ja, ich mache immer sehr viel. Und hier ist einmal, sind also vier Signaturen reingekommen. Eine so extra, aber dazu kommen wir gleich. Und ganz viel Dingeldangel, ganz viel Klimskrams, wie immer. Also bei mir, ich bin ja immer so ein bisschen verspielt unterwegs. So, dann habe ich hier, weil ich kein Dingeldangel dran gemacht habe, habe ich hier Perlen dran gemacht, an die Sari-Seide. Diese beiden kleinen Perlchen mit dem Pilz fand ich ganz passend. Die kommen ausnahmsweise jetzt nicht von Funkelkram, sondern woanders her. Aber bei Funkelkram gibt es so viele Perlen, da werdet ihr eine große Auswahl haben. Ich habe jetzt einmal hier rundherum gewickelt, die Sari-Seide. Machen wir einmal wickel, wickel, wickel. Ich liebe das sehr mit diesen Wickeln. Ich wickel gerne. Und wie gesagt, also hier das wunderschöne Cover. Ich finde das richtig, richtig schön. Und ja, ich bin ein bisschen viel vielleicht gemacht. Viele, viele Lagen miteinander geklebt. So, und kein Elfenhain-Journal ohne kleine Spielerei auf dem Cover. Und hier kann man halt jetzt natürlich den kleinen Korken rausziehen. Hat man hier ein bisschen Platz für eine ganz geheime Botschaft. Wer weiß, was man da so reinschreiben könnte. Was man auf jeden Fall nicht sofort sieht. Und ja, das musste natürlich auch noch drauf. So, schauen wir doch mal rein, das kleine Stück hier. Das dicke Stück, wie auch immer. So, in dem Herbarium, also dieses Zusatzheft heißt ja diesmal Herbarium, waren auch diese Ausmalbilder drin, die ich jetzt hier bearbeitet habe. Ich habe hier also eine Halterung mit Sonnenblume. Und dann kann man das Ganze einmal, ich muss einmal weiter rüber wandern. Kann man hier einmal. Hat man hier einmal Platz zum Schreiben, also das habe ich auch aus dem Papierset auseinander rausgeschnitten, habe es hier eingeklebt auf diese wunderschöne Blumenwiese und habe aufgepasst, dass ich den kleinen Butterfly nicht überklebe. Hier ist dann auch mal Platz zum Schreiben, hier sind so kleine Texte drin und hier nochmal einer, ne? Weil ich es kann. Und dann habe ich hier ein Paperclip gebastelt, weil ich das so toll fand mit diesen Zaubertrankenflaschen hier drauf. Dann kann man einmal aufklappen. Weil man hier viel Platz zum Schreiben. Und hier habe ich aus einem alten Küchenkräuterbuch habe ich hier die Zwiebelseite rausgetrennt. Und natürlich, also hier steht drauf Beschreibung, Herkunft, Anbau und Ernte und so weiter. Und hier ist noch eine Tasche reingebastelt natürlich, wo ein Tag drin ist mit den ersten Stickern vom Papierset.
Und meinen heißgeliebten Stempel das jetzt, was dazu gibt, weil ich bin einfach ganz, ganz toll. Also auch, ne, diese Zaubertränke hier. Ja, bei mir sind es alles Zaubertränke und keine Apothekertränke. Hallo, ein bisschen Fantasie, bitte, bitte. So, und hier habe ich ein kleines Schätzchen eingebaut, nämlich der schwarze Rabe. Das ist Moses magische Kunst, das Geheimnis aller Geheimnisse. Wortgetreu nach einer alten Handschrift, natürlich und sympathisch, Haus- und Heilmittel für Mensch und Vieh. Das ist so ein altes Buch, und ich weiß gar nicht, wann es jetzt kommt. Ist auf jeden Fall so alt, dass man es nicht knicken darf, sonst bricht es sofort. Das ist wirklich alt. Also was ich hier was eingeklebt, was ich jetzt natürlich erstmal vorlesen möchte: Mittel zur Erlangung eines außerordentlich guten Gedächtnisses, so dass man alles, was man hört und liest, behalten kann. Das ist doch gut, oder? Wer will das nicht? Man wasche mit dieser Essenz monatlich 3 bis 4 Mal das Haupt und reibe die Schläfen damit ein. Der zuverlässige Erfolg wird diese kleine Mühe auf das Erfreulichste trönen. Allein diese Sprache. Die Bereitungsvorschrift dieses herrlichen Produktes ist folgende: Man nehme, haben wir jetzt hier jede Menge Sachen, die reinkommen, zum Beispiel Melissenkraut, Eberkraut, Lorbeerblätter und so weiter. Und dann diese Spezies werden zweckmäßig zerkleinert, teils geschnitten, teils gestoßen, und eine große Flasche oder noch besser steinernen oder irdenen Krug mit einem weiten Hals getan und mit 4 Maß guten weißen Wein vergossen. Und so weiter. Also will ich nicht alles vorlesen. Also wer das Buch irgendwann hier mal, das Journal irgendwann mal erwerben sollte, kann das ja mal gerne testen. Und ich hätte ganz gerne einen Bericht, ob es wirklich funktioniert hat. Ist auf jeden Fall ein cooles Buch. Also das da hier. Ups, ich habe das gar nicht eingeklippt. So, alles zusammenklappen hier. Und habe ich hier ein Sonnenblümchen, die das Ganze hält. Also wollen wir mal zurückwandern hier. Ich voll im Bilde bin hier. Hier, das ist halt das Herbarium, dieses Extraheft, was ich wunderschön finde. Hier ist auch ein bisschen gestempelt. Kleinen Tick hier. Und ne, das ist doch so schön hier, also die ganzen Schriften. Und oh, hier habe ich dann auch knister, knister, ein bisschen Butterbrotpapier mit eingearbeitet, weil ich das Geräusch sehr mag. Und ja, hier auf dem Hof, wo wir jetzt wohnen, also. Mein Freund kommt von hier, der ist hier groß geworden. Und dessen Oma hat hier ein Haushaltsbuch geführt. Ich glaube, es war von 56, nee, für 56, glaube ich. Genau, 56 ist das, glaube ich, das Jahr. Und dann haben die hier 25 Junghennen gekauft für 137 Mark 50. Mischfutter, Aufzuchtsmehl, Hafer, Junghennen, Aufzuchtsmehl und so weiter. Also haben sie ganz viel für ihre Hühner. Zucht hier oder Hühner halt gekauft. Und das fand ich total schön. Auch die alte Schrift. Und hier kann man halt hinten noch was schreiben. Und hier ist dann noch der alte Apotheker, der sich auch mit Augenheilkunde auskannte. Deswegen ist das hier alles zusammengekommen. Und es mit Magneten zugemacht. Macht's Clip. Und dann kann man das so schön zuklippen hier. Auch auf einem alten Buch. Hier die verschiedenen Blütenstände: Ehre, Doldenraube, Traube, Körbchen, also sind die einzelnen, einzelnen Sachen. Auch das muss natürlich ein Apotheker wissen, wenn man seine Zutaten zusammenrühren möchte. Und hier ist Fieberklee, Bitterklee, erneuert den Magensaft. Das ist dann die Beschreibung, wie man das macht. Hier ist dann nochmal dieses wunderschöne Papier, das Blumenpapier. Oh, das ist so schön. Ich mag es doch so sehr. Hier habe ich noch eine alte Buchseite, wo man noch was einbinden kann, was ein kleben kann. Hier habe ich wieder einen alten Briefumschlag, einen kleinen Tag drinne. Ja, hier ist noch eine schöne Schrift. Schrift. Schönen Stempel, um eine Überschrift hinzuschreiben. Meine Güte. Hier haben wir was für einen schönen Blumenpapier, den Rest. Ja, hier habe ich hier was angeklebt, auch von dem Papierset. Und habe es aber als Tasche gebraucht. Und hier habe ich noch einen kleinen Umschlag gebastelt. Mit Gedöns drin, also hier ist noch was einkleben zum Beispiel. Also es ist
nicht großartig dekoriert. Ich habe versucht, zumindest, es hier nicht immer ausatmen zu lassen mit der Dekoration. Das war ja noch der neue Besitzer, ein bisschen was machen dürfen. Ich bin immer sehr dolle mit dekorieren. Hier, die erste schöne Seite von dem Papierset. Ach, das ist so schön. Und hier habe ich, genau, ich habe das Papier gefärbt mit Pigmenten, mit Tee. Und hier habe ich einfach eine Schablone zwischengelegt, um das Ganze so aus. Man kann Glück haben, dass es so aussieht. Restpapier hier von dem Coverbild, ne? Das habe ich nicht weggeschmissen. Hier ist dann auch einer von Funkelkram-Stempeln. Nämlich hier die Ausgabenstempel, was natürlich perfekt in ein Apotheker-Journal passt, wie ich fand. Ja, hier habe ich dann mal wieder was auseinandergeschnitten, weil das fand ich, das passte sehr gut zu der Seite. Deswegen einfach auseinandergeschnitten. Der Blick in die Ferne, in den Wald. Oh. Das ist dann wieder eine wunderschöne Postkarte. Kann man auch alles selber gestalten. Und hier ist noch etwas von Edith Holden aus ihrem Buch Beeren des bittersüßen Nachtschattens, was ich glaube giftig ist. Und hier sind noch dann Haselnuss und Eiche. Ja. Und ich denke, das passt auch sehr gut in ein Apothekerbuch, weil das sind ja auch Sachen, die die auch wissen oder wissen sollten. Was war es damals? War das Buchecker-Kaffee gab es, glaube ich, damals, ne? Also im Krieg, langes Jahr, zum Glück. So, habe ich noch Platz zum Schreiben. Hier ist auch ein wunderbares Arbeitszimmer, würde ich sagen, mit ganz vielen Apothekerfläschchen. Und ich würde am liebsten durchgehend überall einmal in meine Nase reinstecken, die ganzen Fläschchen. Hier oben alles voller Flaschen. Flaschen. Sehr schön. Hier natürlich auch ein paar Zaubertrankfläschchen, ne? Ist klar. Ja, auch wieder ganz viele Flaschen. Ich bin immer so neugierig, was das angeht. Ja, hier die Ahnengalerie habe ich ein bisschen umgebaut und habe kleine Flaschen reingesetzt. Die kann man jetzt alle rausziehen und kann dann noch was drauf schreiben oder drauf kleben, wie man möchte. Also es ist jetzt einfach Platz, Notizen, wenn man möchte. So, jetzt umklappen, was Geheimes unterschreiben. Ja, wieder gefärbtes Papier. Ja, hier habe ich jetzt ein Loch ins Papier gemacht, ein Kuckloch auf diesem wunderschönen Apothekerschrank. Ja, wir haben hier hintergeklebt, damit das Ganze ein bisschen stabiler wird. Hier ist eine Postkarte von dem Set, was auch ein Wunder, also einer von meinen Lieblingspostkarten, weil einfach so viel los ist auf dem Bild. Das ist so schön. Hier ist noch Platz zum Schreiben. Und dann kann man das Ganze nämlich dann wieder zusammenklippen hier mit der Büroklammer. Und dann hat man hier eine Signatur, eine Teil. Hier sind auch alle Stempel von Funkelkram, ganzen Etikettenstempel, die ich sehr passend hierfür fand. Und natürlich kann man hier wieder was aufklappen. Tada, kann man was rausziehen, ne? Ja, ich und ich spielen, ne? Geht ja nicht. So, hoppala. So. Ist wieder eine wunderschöne Postkarte. Ah, es ist so schön. Überleg mal, so ein richtiges Labor schon. Ganzen kleinen Flaschen hier. Was da wohl überall drin ist. Ja, das ist eine Seite von den Booklet, von den Herbarium, den ganzen geheimen Zutaten. Das ist die Rückseite. Das war auch schon die erste Signatur. Hier habe ich in einem von den Umschlägen benutzt und habe dann hier ein paar von den noch nicht benutzten Fläschchen reingesteckt. Also Fläschchen gibt es hier in diesem Journal sehr, sehr viele. kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, und hier habe ich natürlich noch wieder Platz, um was reinzustecken. Wieder eine Edith Holden-Seite, Froschlöffel, Pfennigkraut, ne, also Gedöns, die man bestimmt jeder Apotheker kannte und wusste, wie die Sachen wirken und heilen. Hoppala. So, wieder so umklappen. So schön hier einen kleinen Cluster gebastelt. Und hier dieser wunderschöne Blumenpapier. Hier hat auch wieder ein Stempel von Funkelkram. Das ist aber schon etwas älter. Das ist ein Kräuterstempel oder ein Blumenstempel. Ich weiß gar nicht. Das sind ganz viele ganz kleine Stempel. Sehr, sehr süß. Hier kann man natürlich wieder was bewegen. Ein Cluster mit Bewegung diesmal. Und auch hier kann man wieder das hochklappen.
hat man jetzt hier Platz zum Schreiben und einmal hoch, da habe ich auch noch was drauf gestempelt und auch die ganze Fläche zum selbst was reinkleben, draufschreiben. Hoppala. Das ist schön flach liegen hier. Ja, hier würde ich gerne wohnen. Das würde mir schon reichen. Ein kleines, ein Mini-Häuschen mit einem Backofen-Häuschen da dran. Super, oder? Das reicht doch. Man muss doch gar nicht so viel haben. Nur viel, viel Putz, wenn man hier so viel, wenn man so viel hat. Ein kleines Vögelchen. Und ja, was die denkt, würde ich auch gerne wissen hier. Sie ganz fleißig eintopfen? Oder was macht sie da? Oder einlegen, kann natürlich auch sein, dass sie eine geheime Substanz zusammenrührt. Hier habe ich noch wieder was zum Reinstecken. Und zum Umklappen. Oh, ich bin gar nicht mehr im Bild, sehe ich gerade. So. Ups. Und hier auch was zum Umklappen. Und das war auch so ein... Ich habe sie hingeklebt und habe dann erst festgestellt, dass ich, wenn ich das hier festmachen möchte, dass ich ja aber das sozusagen auch festmache. Das geht natürlich nicht. Deswegen habe ich jetzt hier eine wunderschöne... ja, Halbkreis reingeschnitten, das soll so sein, das wollte so sein. Das ist auf jeden Fall kein Fehler. Also hallo, das wollte so umgebaut werden. Ja, hier sind dann die beiden Apothekerinnen. Und einer von beiden heißt auf jeden Fall Agatha, weil ich Agatha Christie sehr toll finde und deswegen heißt einer von den beiden Agatha. Kann man ja überlegen, welche von beiden. Die da, oder? Doch, die da. Agatha. Ja, hier wieder eine alte Buchseite. Und hier eine von diesen wunderschönen Postkarten. Und Platz zum Schreiben. Ja, hier, ich habe hier was ausgestanzt. Diese Tierchen hier, diese Insekten. Und habe dahinter auch Folie geklebt. Also das Ganze, also man kann hier nicht durchgreifen. Das Problem ist immer nur, wenn man das, das meist der Kleber nicht gut hält. Also wenn man Bewegung drauf kriegt, dann geht das wieder ab. Ergo ist dann halt immer das Papier hier, ne, mit den dünnen Beinchen und ganzen Kram, das ist halt immer ganz gerne ab. Also es ist irgendwie umklappt und ganz, sieht das nicht so schön aus. Deswegen habe ich jetzt einfach mal auf die Folie darunter aus Glossy Assets drauf gegossen. Jede Menge viel. Und dann ist jetzt sozusagen jetzt eins geworden mit dem Papier und der Folie. Und jetzt kann man da auch ruhig rüberreiben. Dann bleibt nirgendwo mehr hängen, weil es einfach eins geworden ist mit der Folie. Finde ich super. Das war ein Versuch und hat funktioniert. Da drin ist natürlich auch noch was. Einmal hier die Butterflies und natürlich kann man auch hinten was drauf schreiben und kleben, wie man möchte. Und hier am Rande sind natürlich auch noch die schönen Apothekerfläschchen, diese schönen Zaubertränke. Jupp. Hier ist die andere Dame. Hat die ein Messer in der Hand? Keine Ahnung. Oder eine Blüte? Ich weiß nicht. Ja, auch üppig gewachsen, ne? Sehr schön. Und die haben so Tee gemacht. Was der wohl für eine Wirkung hat. Ja, und hier muss die gute Dame natürlich auch Buch führen. Ganzen Ausgaben dokumentieren. Und hier habe ich jetzt auch Geiz weitergemacht. Da kann man selber kreativ werden und es dekorieren, wie man möchte. Auch ein schönes, ne, schönes Buch hier und den ganzen Kräuter dabei. Und Blümchen. Ich kann mal hier was rausziehen, den kleinen Tag. Ich kann mal wieder was einkleben, wenn man möchte. Platz gelassen. Ja, hier haben wir Fläche zum Schreiben und Kleben. Oder was einkleben zum Beispiel. Und hier habe ich dann einfach eine von meinen Postkarten, die ich auch sehr, sehr gerne mag, zum Beweg, also beweglich mit einem Brett festgepinnt, mit dem Zaubertrank hier, mit dem Magenbitter. Und hier ein kleines Bellyband und das Ganze nicht durch die Gegend flackt hier. Und hier ist wieder was zum Rausnehmen. Wieder so eine doppelte Seite. Ein kleiner Tag mit diesen Kräuterstempel oder Blütenstempel. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Eins von beiden wird es sein. Von Funkelkram. Und dann hat man jetzt hier dann nochmal einen Paperclip mit einem von den Apothekern. Oder, ja, Apotheker sieht es aus. Und hier sind dann nochmal aus einem alten Bio-Buch, glaube ich. Hier sind halt Wundklee, ein Wiesenknopf ist das hier und dann Wurmfarn und so weiter. Und hier hinten auf der Seite kann man, ich komme mal rüber, dann habe ich noch Platz zum Schreiben und draufkleben. Dann habe ich hier halt auch, weil ich will einfach nicht immer alles durchdekorieren, damit der neue Besitzer auch noch ganz viel machen kann und sich austoben kann. So, wenn man jetzt hier so das Ganze
nicht hin und her klappt. Hier ist dann wieder eine Postkarte, die ich auch. Die Postkarte an sich, das ganze Set ist einfach wunderschön. Da kann man nichts sagen. Nicht meckern. Hier haben wir einen kleinen Mini-Check. Und hier habe ich dann auch mal wieder was rumgespielt. Hier kann man einmal das Ding hochklappen und hier hinter machen, den guten Mann. Kann man hier ganz viel schreiben. Oder man kann das Ganze einfach auflassen, aufmachen. Und hier hinten hinter habe ich nochmal Vellumpapier geklebt. Und auch damit eine Tasche geschaffen für jetzt zum Beispiel hier von Edith Holden hier. Wiesen-Platterbse. Aha, okay, Sumpfhornklee. Und was man da sonst so alles hier noch findet. Also kann man hier also halt so zwei Sachen rausmachen. Eine Tasche und einen Platz zum Schreiben. Und natürlich habe ich dann hier wieder die Gelegenheit genutzt und habe hier dahinter natürlich auch noch was gesteckt. Ein bisschen was mit Zaubertränken. Ups, so. Fläche, Platz. Und hier, ja, kann man was Schönes reinschreiben. Geburtstage zum Beispiel. Ich habe hier wieder ein bisschen rumgespielt, habe hier die Dinge aufgehängt, die Tags, dass sie hier durch die Gegend fliegen. Aber ja, das Schöne ist hier, die ganzen Wurzeln darüber, auch sehr schön, auch mit dem Blau, sehr schön. Und ganz viele Elixiere, Zaubertränke, Substanzen. Ich kann wieder das aufklappen, nochmal einmal aufklappen, dann hat man hier was schreiben und hier kann man noch was rausziehen. Oh, ist das wieder doppelter Boden hier, doppelte Tasche. Ja, ich mag das. Kann man wieder zumachen. Hat man hier, sieht man auch auf den ersten Blick gar nicht so deutlich. Kann man hier was einfügen. Ja, hier ist wieder eine Ringelblume. Tag. Hier nochmal Platz zum Schreiben, muss auf ausklappen. Die wunderschönen Blüten hier. Also beim Stickerbogen. Auch sieht auch sehr interessant aus mit den Büchern hier und den ganzen Sachen, die man zusammenrühren könnte. Was man daraus so ausmachen kann. Noch eine, oh, hier ist auch ein wunderschönes Regal mit ganz viel. Ach, ich bin immer sehr, sehr neugierig, was da drin ist in den ganzen Fläschchen. Ja, auch eins von den absoluten Lieblingsseiten. Allein wie dieses Licht hier so reinfällt, ne? Und die ganzen Sachen halt so beleuchtet von hinten. Ah, oh, sieht bestimmt total toll aus. Wie ein Hexenregal. Ich will wieder was zum Rausziehen hier. Und hier wieder einen Prüfumschlag eingefügt. Und hier kann man was rausziehen. Und das ist nämlich ein. Moment. Ja. Geht auf. So, Teemischung und Frischsäfte gegen Erkrankungen der Leber und der Gallenblase. Ja, hier ist nochmal ein Rezept mit Sachen, Melisse und so weiter, was man so reinmachen kann. Aus einem alten Buch. Und hier auch aus dem Papierset, das ich einfach aufgeklebt als Tasche. Und hier noch ein paar Kleinkram reingesteckt aus dem Papierset, die man auch aufkleben kann, einfach nur. Einfach weiter dekorieren. Ja, hier habe ich einfach einen Paperclip gemacht aus diesem wunderschönen Flaschenregal. Und dann kann man jetzt, habe ich jetzt hier zwei Seiten zusammengeklebt, zwei Blumenseiten. Und dann kann man das, ich bin hier aus dem Bild drauf, ne? Kann man das einmal komplett einmal ausklappen hier. Hat man ganz viel Fläche zum Schreiben. Und es geht natürlich auch auf die andere Seite, geht das natürlich auch. Schwuppidupp. Und dann hat man hier Fläche. Kann man hier, habe ich auch was zum Hochklappen dran geklebt. Und hier ist auch ganz viel Fläche. Also es ist wirklich ganz, ganz viel Fläche zum Schreiben. Moment, ich komme wieder ins Bild. und dann kann man das ganze System hier, das ganze Geklappe, dann hier mit dem Paperclip wieder festmachen, zumachen, so. Und dann klappt es auch nicht wieder von alleine auf. Dann hat man dann das passend wieder in die passende Journalgröße zusammen zurückgefaltet. Fläche zum Schreiben. Hier kann man wieder was einfügen, wenn man möchte. Und, okay. Ich habe hier noch ganz viel Kram drin, wie schön. Und hier sind wieder Sachen zum Aufklappen und selber beschriften. Und hier auch. Und wieder drunter. Und hier ist auch ein ganz kleiner Tag drin, wo auch selbst gestalten kann. Ich habe, wie gesagt, versucht, nicht alles so schön durchzudekorieren, wie ich das sonst immer gerne mache. Auch wieder eine schöne Seite auf dem
Herbarium, ne? So, oh, wunderschön hier. Sehr schön, sehr schön. Ja, hier habe ich mal eine Tasche über das Babyband gehängt. Und hier, was ist hier drin? Ach so, ja, hier kann man das auch selbst gestalten. Hups, hups, hups. Einfach nur ein leeres Blatt Papier. Auch das kommt bei mir im Journal vor. Selten, aber ist so. Mal einfach rüberhängen. Also ein Babyband mit Funktion. Ja, hier ein paar Flaschen aufgeklebt. Ein kleiner Cluster. Und 1947 hat es gar nichts zu sagen, aber ich habe es halt schön gefunden. Ja, hier noch ein bisschen Kleinkrams zum Selbstgestalten noch. Rosmarin, ich liebe Rosmarin. Oh, ich liebe Rosmarin. Hier noch eine Fläche zum Schreiben. Eine wunderschöne Flasche. Auch hier sind noch ein paar Kleinkram reingekommen, hier wie zum Beispiel Flaschen. Also Flaschen, wie gesagt, habe ich hier echt viel reingesteckt. So, das war die dritte Signatur. Aus der letzten. Erstmal habe ich jetzt hier, sieht man das ja genau. So, habe ich hier so ein ganz kleines, dieses Mini-Herbarium reingesteckt. Ne, dieses kleine Büchlein, was man einfach nur auseinanderschneidet und dann zusammenbindet. Ne? Das ist eigentlich schon so fertig. Also, ne? Eine süße kleine Spielerei, muss ja auch sein. Und hier das Ding kann man eben mal nach oben gehen. Wenn man hier dran zieht, dann macht es und mal ganz viel Fläche zum Schreiben. Also ich sitze jetzt auch, weil es so stabil ist, kann man es auch ruhig überlappen lassen. Und wahrscheinlich, vielleicht kennst du ein oder andere schon von euch. Kommen wir mal zurück ins Bild hier. Dann habe ich hier noch ja, wieder eine extra Seite gemacht. Die man jetzt hier mit Band aufmachen kann. Dann kann man das Ganze einmal aufklappen. Und ich bin schon wieder aus dem Bild raus. So, und habe ich jetzt hier noch ganz viel Kleinkram reingesteckt. Hier sind noch zwei Flaschentags, die sind etwas stabiler. Die kann man noch verteilen oder als, ja, als Tag benutzen. Und hier sind noch ganz viel Kleinkram, der noch nicht irgendwie verarbeitet worden ist. Den kann man hier auch verteilen. Hier ist noch ein kleines Fläschchen, das letzte, was ich noch hatte, habe ich noch hier reingesteckt. Und hier ist natürlich das Rechnungsbuch. Klar, es muss ja auch in einer Apotheke Rechnung oder beziehungsweise Buchführung gemacht werden. Und da braucht man natürlich ein Rechnungsbuch. Und hier habe ich jetzt gar nicht mal so viel dekoriert. Also gut, ein bisschen schon. Und hier soll man natürlich auch wieder was rausnehmen. Ne? ja, habe ich nicht viel dekoriert, weil es einfach ein Rechnungsbuch ist. Da muss man ja nicht so viel dekorieren. Hier hat man einfach jetzt viel, viel Fläche und Platz zum Schreiben. Hier sind zum Beispiel die Käfer und die Insekten reingekommen, die ich ja vorhin ausgestanzt hatte, also vorhin in dem anderen Teil. Ja, viel Fläche zum noch selber gestalten, noch selber zum Schreiben. Hier ist dann wieder was. So, ein Briefumschlag und wieder auch hier wieder Text drin, ne? Man muss ja alles beschriften. Die ganzen kleinen Fläschchen. Hoppala. Oh, die Tüppchen rein. So. Hier sind noch die restlichen Aufkleber reingekommen, die ich noch hatte. Hier kann man wieder was ausklappen, was also etwas Geheimeres schreiben kann. Ja, hier ist das wunderschöne Gewächshaus, was ich auch gerne hätte. Ja, hier habe ich nochmal dann ein Stück von Omas Buchführung reingesteckt. Das kann man hier noch irgendwie einarbeiten, wenn man möchte. Das ist ja. Ich liebe das ja sehr, aber ich dachte mir, ah, gut, ein bisschen muss man ja hier auch einbauen, ne? Ich habe noch Fläche, Fläche, ganz viel Fläche. Und nicht viel Dekoration. Das hält sich echt in Grenzen. Bin sonst schlimmer. Hier wieder zwei Tags zum Selbstgestalten. Ich kann wieder das umklappen. Und natürlich ist es hier so befestigt, dass man hier jetzt noch weiter umklappen kann. So, aber hier noch Fläche zum Schreiben. Ja, doch, bin im Bild. Okay. Hier eine kleine Tasche gebaut. Wo auch Rechnungen reintun kann. Da ist einfach den wunderschönen Postkarten. Hier habe ich dann die Aufkleber als Reiter gebaut. Ne, heilsam. Hier sind wieder ein paar Flaschen reingekommen. Viele, viele Flaschen. Kommt wohl zum Thema. Ja, und hier habe ich hier noch einen kleinen Zettel, der war auch in dem Herbarium mit drin. Fand ich total schön, deswegen habe ich ihn hier mit eingebaut.
Und natürlich der Elfenhain-Siegel. Kein Elfenhain-John ohne Elfenhain-Siegel, also ein Original-Elfenhain jetzt geworden. Dann kann man es jetzt hier wieder zubinden. Und das war's. Das war meine Waldapotheke. So, kann man wieder zumachen hier alles. Tada! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei beim Gestalten dieses Journals. Und es ist auch wieder verkäuflich. Ich werde unten euch wieder meine E-Mail-Adresse reinschreiben. Wer es halt gerne haben möchte, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Dann werden wir uns schon einig werden. Und es ist wie immer, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist ein Unikat, also einmal da. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. So, ihr dürft mich gerne, gerne liken. Bei einem Like werde ich mich sehr freuen. Und wer noch nicht abonniert hat, kann es auch gerne tun. Und dann verpasst ihr auch nichts mehr im Elfenhain. So. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen zu sagen und zu zeigen. Ich habe sehr viel Spaß bei diesem Journal wieder mal gehabt. Aber das habe ich immer bei den Elfen und den Funkelkram-Sachen. Und ich hoffe, es gibt einen schönen neuen Besitzer. Und jetzt, ja, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Bastelt euch was Schönes und bis zum nächsten Mal. Ciao!